Hallo, es ist Montagabend, Feierabend und ich werde gleich anfangen, ein Buch zu lesen und dachte mir, vielleicht habt ihr wieder Lust, mich ein bisschen zu begleiten. Ich zumindest habe Lust, wieder zu vloggen und habe mir deswegen auch schon drei Bücher herausgesucht, die ich über die nächsten 2 oder 3 Tage lesen möchte und die zeige ich euch direkt. Zum einen Agnes Grey von Anne Bronte. Dieses Buch habe ich tatsächlich schon angefangen zu lesen und ich brauche auch nicht mehr allzu lange, bis ich damit durch bin. Ich glaube etwa 20 oder 30 Seiten. Ich wollte aber gerne über dieses Buch dann sprechen, wenn ich es fertig gelesen habe. Dann dachte ich mir, lese ich noch Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde. Und das dritte Buch ist Drei Weise aus dem Bantuland von Max Loeb. Glaube ich, wird da ausgesprochen. Außerdem wollte ich diesen hübschen Baum hier hinter mir schmücken, wahrscheinlich heute Abend noch. Und morgen gehe ich in die Buchhandlung, zum einen um ein paar Weihnachtsgeschenke abzuholen, aber auch ein ganz wundervolles Buch für mich selbst. Das zeige ich euch dann aber morgen, wenn ich es in den Händen halte. Ja, womit fange ich an? Eigentlich könnte ich jetzt Agnes Grey fertig lesen, weil es wirklich nicht mehr allzu lange dauern sollte. Aber andererseits habe ich auch Lust, in ein neues Buch, in eine neue Geschichte einzusteigen. Ich glaube, ich fange erstmal mit Drei Weise aus dem Bantuland an und wenn ich den Klassiker fertig gelesen habe, kann ich mich dem nächsten Klassiker widmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Und ja, let's go. Ich habe jetzt 50 Seiten gelesen und das Buch macht mich sehr neugierig. Es geht hier nämlich um Mvana, einen jungen Afrikaner, der fürs Studium in die Schweiz gezogen ist. Er hat seinen Abschluss gemacht, allerdings nun seine Arbeit verloren. Es war Schwarzarbeit, aber eben seine Existenzgrundlage. Er teilt sich eine Wohnung mit seinem Lebensgefährten, einem Schweizer, der noch zur Uni geht, momentan aber auch kein Geld verdient. Die zwei sind nicht nur knapp bei Kasse, sondern können sich momentan nicht einmal mehr Essen leisten. Aber Mvana hat nun einen Praktikumsplatz gefunden in einer Organisation, die unter anderem gegen Rassismus kämpft. Die Stelle ist begrenzt auf 3 Monate, aber sie wird bezahlt. Ich bin sehr gespannt, wie es beruflich mit ihm weitergehen wird, denn ich weiß es noch nicht, aber man könnte eventuell darauf schließen, dass Mvana sowohl seine erste Stelle als auch jetzt die Arbeit in dieser Organisation nur aufgrund seiner Herkunft bekommen hat. Aber das bleibt erst einmal abzuwarten. Was auf jeden Fall von Anfang an schon deutlich wird in diesem Buch, ist der Alltagsrassismus. Sogar Mvanas Lebensgefährte äußert manchmal ein paar Sätze, die, ich sag mal, grenzwertig sind, aber die zwei sprechen nicht wirklich darüber. Ich kann noch nicht einschätzen, weshalb Mvana nicht darauf reagiert, aber das wird sich sicherlich auch noch zeigen. Ich springe jetzt ganz schnell an meinen PC. Heute ist ein Video online gegangen, Bücher für den Winter, und ich habe gesehen, dass einige Kommentare eingetrudelt sind. Die wollte ich gerne lesen und beantworten. Ah, ich glaube, ich verstehe. Je schwächer mein Akku, umso orangener mein Gesicht. Toll. Gleich. Ich bin schon neugierig. Okay, gleich. Ich wollte noch meinen Weihnachtsbaum schmücken. Wir haben doch keine Zeit. Oh, ich filme noch. Endlich. Es ist soweit.
Ich werde jetzt endlich meinen Weihnachtsbaum dekorieren. Es ist unser erstes gemeinsames Weihnachten. Er hat Wochen, wenn nicht gar Monate, geduldig darauf gewartet, aufgebaut und geschmückt zu werden. Das meiste an Weihnachtsdeko habe ich aber tatsächlich erst vor kurzem besorgt. Ich habe also keine Ahnung, wie es am Ende aussehen wird, aber ich werde mir Mühe geben. All die Jahre zuvor hatte ich nämlich diesen Winzling hier, den ich aber auch total mag. Der wird auch dieses Jahr wieder geschmückt. Allerdings steht er dann im Arbeitszimmer. Ich glaube, ich bin fertig und ich bin so, so glücklich. Zum einen natürlich über den Baum, der mir so eigentlich auch wirklich gut gefällt. Ich weiß, er hat nicht sehr viel Farbe, aber das war dieses Jahr so meine Wahl. Und ich finde ihn wirklich auch sehr schön so. Und zum anderen schneit es draußen. Es schneit. Wie perfekt ist das? Ich zeig's euch. Nicht die schönste Aussicht, aber hinten erkennt man gar nichts. Es ist zu dunkel. Hier sieht man es besser. Es schneit. Das ist mittlerweile auch schon sehr spät geworden. Ich werde mich jetzt langsam im Bett fertig machen. Vor dem Schlafengehen mit Sicherheit auch noch Agnes Grey weiterlesen oder fertig lesen. Und morgen dann darüber berichten. Und ja, wir sehen uns morgen. Mittlerweile ist es Nachmittag, fast abends. Heute Mittag wollte ich eigentlich zur Buchhandlung gehen und die Bücher abholen, aber ich habe heute ganz komische und schlimme Kopfschmerzen und heute Mittag hat es mich richtig ausgenockt. Deswegen bin ich nicht zur Buchhandlung gegangen und lag etwa eine Dreiviertelstunde auf diesem Sofa wie eine Leiche, unfähig irgendetwas zu machen. Etwas ganz Neues für mich, kenne ich so nicht, aber mittlerweile geht es mir besser. Zur Buchhandlung gehe ich auch gleich noch, aber vorher wollte ich noch mit euch über Agnes Grey reden. Ich habe das Buch gestern Abend beendet. Agnes Grey ist eine junge Frau. Ihr Vater verliert durch falsche Investitionen das ganze Geld. Das heißt, die Familie ist nun finanziell so gut wie ruiniert. Dann kann Agnes als die Jüngste ihre Familie auch endlich überreden, ihren Teil beizutragen und als Gouvernante zu arbeiten. Sie findet dann auch bald eine Einstellung bei den Bloomsfields. Die Kinder, die sie unterrichten soll, sind aber unfassbar verwöhnt. Sie wurden nie wirklich erzogen und deswegen ist es für Agnes nicht nur sehr anstrengend, mit diesen Kindern zu arbeiten, sondern es ist auch so gut wie unmöglich, irgendwelche Fortschritte mit ihnen zu erzielen, obwohl sie wirklich hartnäckig daran arbeitet. Sie findet aber bald eine neue Stelle, wieder als Gouvernante, diesmal bei den Murrays. Die Murrays haben zwei Töchter, die anders, aber auch ziemlich verwöhnt sind. Es ist also auch keine super Stelle, aber auf jeden Fall besser als die vorherige. Und dort in diesem Örtchen lernt Agnes Grey dann später noch den Hilfspfarrer Mr. Weston kennen und den findet sie ziemlich interessant. Und über den Inhalt möchte ich an dieser Stelle gar nicht viel mehr verraten. Es ist auf jeden Fall ein Roman über das Leben einer Gouvernante und das ist ein ganz schön schweres und das wird insbesondere in zweierlei Hinsicht besonders deutlich. Zum einen natürlich die verzogenen Kinder zu unterrichten, was schon schwer genug ist, aber dann auch gleichzeitig den Erziehungsvorstellungen und Erwartungen der Eltern zu entsprechen, die meist auch nicht sehr förderlich sind. Und zum anderen wird hier auch sehr gut die soziale Abgeschiedenheit verdeutlicht.
nicht nur, dass sie fernab von Familie und Freunden leben, sondern in ihrem Beruf als Gouvernante können sie im Grunde auch gar keine wirklichen Kontakte herstellen, eben wegen ihres Berufs. Es ist eine sehr realistische Geschichte, aber eben auch sehr geradlinig und eindeutig erzählt. Es gibt keine oder kaum Spielraum für Interpretationen. Zumindest habe ich das in dem Buch jetzt nicht entdecken können. Es ist einfach genau so, wie Anne Brontë es schildert. Das heißt, für mich fehlte es so ein bisschen an Stoff zum Nachdenken oder zum Entdecken. Das hatte ich ehrlich gesagt fälschlicherweise einfach erwartet, da ich von den beiden Romanen ihrer Schwestern, Jane Eyre und Sturmhöhe, genau das bekommen hatte. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass dieses Buch dadurch besser oder schlechter wird. Es ist einfach so. Kurzum, ein gutes Buch, aber keines, das mich vom Hocker reißen konnte. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh, es gelesen zu haben. Und jetzt werde ich erst einmal zur Buchhandlung gehen und danach entweder mit Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde anfangen oder in diesem Büchlein hier weiterlesen. Je nachdem, wonach mir dann der Sinn stehen wird. Ah, und ich wollte vorher noch schnell ein Foto für Instagram wieder machen. Machen wir erst das und dann gehe ich zur Buchhandlung und dann lese ich weiter. Ciao! Wieder zurück zu Hause und es gibt einen Grund, weshalb ich neben meinem Tannenbaum sitze. Ich habe die Bücher in der Buchhandlung abgeholt und eines dieser Bücher ist für mich mein eigenes Weihnachtsgeschenk sozusagen. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Viele wissen sicherlich, dass ich bereits eine Ausgabe besitze. Viele wissen sicherlich aber auch, dass ich eine Weihnachtsgeschichte jedes Jahr an Weihnachten lese, jedes Jahr. Und ich dachte mir, es lohnt sich ja eigentlich schon, wenn ich dieses Buch schon jedes Jahr lese, eine Auswahl von zwei wunderschön illustrierten Weihnachtsgeschichten zu haben. Und zusätzlich beinhaltet diese Ausgabe auch noch eine weitere Weihnachtsgeschichte, und zwar einen Weihnachtsbaum. Und die Geschichte kenne ich noch nicht. Und ich finde die Zeichnung wirklich sehr, sehr schön. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Also ich glaube, man konnte schon einen ganz guten Eindruck bekommen, wie der Stil ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh, ich freue mich so sehr. So viel zum Geschenk, das ich mir dieses Jahr selbst mache. Ich werde gleich auch anfangen zu lesen. Vorher werde ich noch kochen, denn ich habe Hunger. Da es unter dem letzten Vlog angemerkt wurde, dass ich gerne auch mein Essen zeigen kann, werde ich es diesmal auch machen, sobald es fertig ist. Und dann können wir es uns gemütlich machen und endlich wieder lesen. Ich habe jetzt etwas mehr als die Hälfte in drei Weise aus dem Bantuland gelesen und bisher
hat sich nicht sonderlich viel an meiner Situation verändert. Bisher sind es mehr die Nuancen, die Feinheiten, die sich herauskristallisiert haben. Aber wie gesagt, unglaublich viel ist bisher noch nicht passiert. Das kann sich aber in der zweiten Hälfte ja noch ändern. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen, mich dann aber auch bald ins Bett begeben und dort wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterlesen. Und ich denke, dass es am besten ist, wenn ich meinen Gesamteindruck morgen mitteile, sobald ich das dann fertig gelesen habe. Und deswegen melde ich mich für heute ab und melde mich morgen frisch und munter und ohne Kopfschmerzen, hoffentlich zumindest, wieder zurück. Es ist nun kurz nach eins und ich habe vorhin die letzten Seiten von diesem Buch fertig gelesen. Um nochmal den Kontext herzustellen, es geht hier ja um einen schwulen Afrikaner, der in die Schweiz zieht, dort seinen Uni-Abschluss macht und seit langer Zeit alles Mögliche versucht, um einen Job zu finden, was ihm aber nicht gelingt. Es ist also ein Buch über Rassismus, aber auch über Homophobie. Es geht hier auch um die Politik, nicht nur in der Schweiz, sondern wir erfahren auch sehr viel über die Politik, die Dinge, die nicht so gut laufen, beispielsweise die Korruption oder auch die Macht des Militärs im Bantuland, auch wenn das Land selbst nicht explizit erwähnt wird. Und es geht auch um die Traditionen, Bräuche und die Kultur in dem Land. Meine Gedanken über das Buch. Einige Gedanken und Gefühle, die ziemlich naheliegend sind, werden in diesem Buch erwähnt, was natürlich auch wichtig und richtig ist. Also beispielsweise, dass Mwana, der alles, was in seiner Hand liegt, probiert, um einen Job zu finden und ständig abgelehnt wird, irgendwann enttäuscht ist, frustriert und verzweifelt. Aber seine Gedanken und Gefühle, die für mich noch interessanter gewesen wären, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir noch etwas mehr in die Tiefe dringen können, die blieben leider recht vage. Also beispielsweise hatte ich, glaube ich, gestern oder vorgestern schon erwähnt, dass Mwana nicht wirklich auf rassistische Äußerungen in seinem Umfeld reagiert. Er fragt nicht nach, er widerspricht nicht und so weiter. Ich kann mir zwar vorstellen, woran es liegt, aber ich hätte gerne gewusst, ob ich auch wirklich richtig liege. Aber das erfahren wir leider nicht. Oder ebenso gibt es eine Person in seiner Familie, die absolut homophob ist und ein Riesenproblem damit, dass Mwana einen Lebenspartner hat. Wir erfahren zwar, wie diese Person seinerzeit auf diese Neuigkeit reagierte und wie sich die Beziehung zwischen Mwana und diesem Familienmitglied dann im Laufe dieser Geschichte entwickelt. Ich kann aber nicht sagen, wie Mwana emotional auf diese Abneigung innerhalb der Familie reagiert hat. Ob er sehr verletzt war oder ob er der ganzen Sache eher gleichgültig gegenüberstand, ob er wütend war. Ich weiß es leider nicht. Das waren die Punkte, die mich besonders interessiert haben und dementsprechend fand ich es schade, dass sie nicht weiter ausgeleuchtet wurden. Aber abgesehen davon gab es auch einige wirklich sehr berührende Stellen. Das Ende fand ich erst sehr stark, doch die letzten Seiten, die haben mich ein wenig enttäuscht. Ich kann leider nicht sagen, weshalb, ohne Gefahr zu laufen, zu spoilern. Aber ich fand das sehr schade, denn es ging gerade in eine Richtung, wo ich dachte, oh, das wird ein guter Abschluss. Aber die letzten Seiten, schade. Ist natürlich Geschmackssache, keine Frage. Unterm Strich würde ich also sagen, dass das auf keinen Fall ein schlechtes Buch ist, aber meiner Meinung nach auch nicht ganz ausgereift. Für mich ist es eher so ein Mittelding. Ich hätte mir einfach etwas mehr gewünscht. Und ja, das zu diesem Buch. Ich werde nicht sofort anfangen, das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde zu lesen. Und ich denke, das kriege ich heute auch fertig, denn es hat nur 89 Seiten und es gibt scheinbar auch Zeichnungen im Buch. Ja, gibt es, tatsächlich. Ich hatte das im Bücherschrank gefunden, deswegen auch der etwas interessante Zustand. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich
erhoffe mir ein bisschen was Unterhaltsames, so ein bisschen was locker Luftiges, aber auch ein bisschen was Gruseliges vielleicht, weil Gespenst. Mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung, was mich hier erwartet. Ich war heute für die Mittagspause mit einem guten, sehr alten Freund verabredet. Also nicht, dass er sehr alt ist, sondern wir kennen uns schon sehr lange. Das findet nun leider nicht mehr statt. Ihm ist etwas dazwischen gekommen, was nicht schlimm ist. Obwohl ich mich sehr darauf gefreut hatte. Ich sollte aber dennoch ein bisschen an die frische Luft gehen. Ich war zwar joggen, aber tatsächlich, jetzt wo das Wetter so kalt ist, gehe ich nicht mehr so lange joggen. Also maximal eine halbe Stunde, einfach nur, weil mir danach die Lunge wehtut. Also das liegt sicherlich an dem kalten Wetter, also an der kalten Luft. Ich habe einfach noch nicht den Dreh raus. Ich weiß noch nicht, wie man im Winter bei kalten Temperaturen richtig joggt. Learning by doing, wie bei allem, ist ja auch echt total egal. Ich sollte einfach nochmal kurz zumindest an die frische Luft gehen. Und bei der Gelegenheit kann ich auch gleich zum offenen Bücherschrank und diese zwei Bücher reinstellen. Das hier, weil ich es einfach nicht noch einmal lesen werde, und das hier, weil es nicht meins war. Mittlerweile ist der Tag rum, der Abend angebrochen, und ich werde gleich anfangen, das Gespenst von Canterville zu lesen. Vorher wollte ich aber noch ein bisschen meinen Kopf frei kriegen. Und dachte mir, es ist eine ganz gute Zeit, um die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, die ich schon habe, einzupacken. Die Geschenke sind verpackt und ich werde jetzt anfangen zu lesen. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich bin auf Seite 29 jetzt. Ich finde es aber jetzt schon sehr vielversprechend. Ich bin sehr neugierig, wie es mit dem Gespenst weitergehen wird, aber im Moment habe ich vor allen Dingen Hunger. Süppchen ist fertig. Ich wünschte, es gäbe es Manavision echt. Zum Glück schmeckt genauso gut, wie es riecht. Das ging schneller, als ich dachte. Ich bin fertig mit Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich ganz gut. Es geht um einen amerikanischen Gesandten, Otis, der das Schloss Canterville kauft. Er wird beim Kauf schon vorgewarnt, dass dort schon seit Jahrhunderten ein Gespenst sein Unwesen treibt. Das ist Herrn Otis aber recht egal, denn er glaubt sowieso nicht an Gespenster und zieht mit seiner Familie dorthin. Kurz nach dem Einzug zeigt sich das Gespenst dann auch tatsächlich, aber die Ottis sind da super entspannt. Sie haben keine Angst vor dem Gespenst, ganz im Gegenteil. Die Eltern geben dem Gespenst Tipps und Ratschläge, eigentlich mehr mit der Absicht, selbst ihre Ruhe zu haben. Die Söhne, die drei Söhne der Ottis, drehen den Spieß einfach mal um und spielen dem Gespenst Streiche. Und das auch mit Erfolg. Das Gespenst kennt es nicht. Er hat noch nie eine Familie erlebt, die so mit ihm umgeht. Er fühlt sich beleidigt, auch verletzt und zieht sich erst einmal ein wenig zurück. Eines Tages dann trifft die Tochter des Hauses auf das Gespenst eher zufällig. Sie kommen in ein Gespräch und sie finden dann einen Weg, dass alle ihren Frieden finden, sozusagen. Ich fand die Geschichte wirklich süß, kurzweilig und auch sehr unterhaltsam. Es wird aber noch etwas deutlich, vor allem zum Ende hin. Und zwar, so scheint mir zumindest, macht Oscar Wilde hier eine Unterscheidung zwischen den modernen Amerikanern und den alteingesessenen Engländern. Zum einen natürlich in Bezug auf ihren Glauben an Geister, Gespenster und alles Übernatürliche. Und damit unterscheidet er auch die neue und die alte Welt. Und ja, wie gesagt, gefiel mir sehr gut.
kann man wirklich in kurzer Zeit sehr angenehm lesen. Und das war's, glaube ich, für diesen Vlog. Ich werde jetzt nur noch Larry schmücken im Arbeitszimmer und dann komme ich auch an dieser Stelle zum Ende. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Teilt mir wieder gerne mit, wenn es irgendetwas gibt, was ihr euch wünscht, was ihr gerne sehen möchtet oder irgendwelche anderen Ideen, Anregungen und so weiter. Ich bin da sehr offen und gespannt. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, ihr könnt es euch so gemütlich und so schön wie möglich machen, auch unter den aktuellen Umständen, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao! Thank you.